Gab es bei mir noch nie. Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Ja, es stäubt. Hallihallo, hier ist eure Sammy zu einem weiteren Video. Ich habe eine riesige Bestellung. Die machen wir zusammen auf und gucken rein. Grünauer freut sich, mein Geldbeutel ist leer. Ich habe Hufezeit bestellt. So, einmal. Wieder mal. Urinary. Für Urin. Das sind 300 Gramm. Dann habe ich mal große Brennnessel bestellt, 120 Gramm. Guck dir das Riesending an. Wunderschön. Nicht schlecht, Herr Speck. Dann habe ich letztes Mal auch gehabt. Seeds Guinea Vitamin C Booster. Hier ist Mariendistel, Hanfsamen, Sanddorn, Fenchelkümmel, alles dabei. Das ist das hier. Das sieht man halt auch wirklich. Guckt euch das an hier, was auch wirklich da drin ist. Also das ist ja wirklich nicht schlecht. Dann, das mische ich dann mit dem ersten hier. Darmwohlsaaten für die Verdauung. Da ist Anis drin, Kamille, Ringelblume. Das ist das hier. Hatte ich auch schon mal. Und das esse ich so unglaublich gern. Also das kann ich euch empfehlen, wenn ihr bei Grünova bestellt. Wildbirne. Das sind so getrocknete Birne. Da gehen die vielleicht drüber her. Es sind drei Stück immer drin. Das mögen die unheimlich gerne. Und das mische ich auch mit einer anderen Saate. Ja, das sind Ölsaaten mit Vitamin E. Jetzt alles ein bisschen zusammen gedriggelt wegen dem Paket. Weil da oben drauf lag da noch was. So, dann habe ich hier einen Teppich bestellt. Ihr seht mich nicht, aber ihr seht den Teppich. Und zwar, wenn ich dann im Elsass bin, im Außengehege, den kann man dann mal irgendwo drunter legen oder so, dass er nicht ganz auf dem Kalten liege. Also da gucke ich mal, ich dürfe es auch gern anknabbern. So, mal hier. Boah, was ist denn dort drin? Ihr habt mir das Kreuz verrennt, gell? Im Elsass, letztes Mal, mit dem letzten Pardon, Leute. Das ist mein Hugo. Hugo. Und zwar mache ich das in die Toilette immer auf der Bode erst rein. Keine Angst, das ist absolut unbedenklich. Und zwar saugt es am Ende bei der Ecktoilette dann den ganzen letzten Dreck dann halt auf. Leute, ich kann euch das echt empfehlen. Das ist echt nicht schlecht. Es ist wirklich sehr. Also, ich habe jetzt im Alter noch mal noch ein bisschen was drin. Also, das hat mir jetzt ewig gehalten. Ganz ehrlich, man macht immer nur eine ganz kleine Schicht auf den Boden zum Schäufele. Du das verteile. Es staubt. Ihr müsst da ein bisschen aufpassen, wenn ihr das reinmacht und wirklich bestellen sollt und reinmacht. Es staubt ein bisschen. Also, da müsst ihr aufpassen. Also es reduziert Geruch gezielt, minimiert die Ammoniakbildung, verhindert Fliegen- und Insektenlarvenbefall, vermindert die Bildung von Pilzen und Sporen. Das kann ich wirklich auch bezeugen und auch wirklich bejahen. Fliegen- und Insektenlarvenbefall, naja, mehr oder weniger. Man kann das auch, wenn ihr das einstreuen in die Ecktoilette reingemacht habt, sogar noch mal drüber streuen. Bei mir bringt es nur herzlich wenig, weil die Bambam immer zuerst, wenn es frisch gemacht ist, rein und erst mal gräbt, ne? Pilzen und Sporen, muss ich ganz ehrlich sagen, gab es bei mir noch nie. Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Ja, es stäubt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gut. Deshalb habe ich mir es nochmal bestellt. Was ist denn hier der Eingang? So. So, dann habe ich mir eine kleine Holztoilette nochmal bestellt. Und zwar. Das ist so ein Holzrahmen hier. Seht ihr das? Seht ihr, total süß hier. Könnte man irgendwo mal mit Lackfarbe vielleicht anmalen. Seht ihr überall. Rundrum haben die so Sachen aufgeklebt. Hier auch hinter so Blümle und Blättle, ganz süß. Und dann machst du eine Plastikwendel rein. Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar. Schau mal, was drin. Nee, fühlt sich nicht so an. Das ist die Plastikwanne. Aber Leute, ich weiß halt nicht, ob meine da reinpasse. Also, so viel ich weiß,
So, so sieht es jetzt aus am Ende. Also das heißt, die Plastikwanne wird nicht oben eingehängt, sondern die legst du auch drauf und dann legst du dieses Holzding oben drauf. Das heißt, sie können die Plastikwanne nicht rumschieben, was schon mal gut ist. Finde ich nicht schlecht. Ja, probier mal aus. Also, ja, sie können reinkeckeln, reinpieseln, also, aber mit großartig Platz ist jetzt nicht. Finde ich aber jetzt nicht schlecht. Finde ich jetzt nicht schlecht. Das mache ich im Elsass im Außengehege definitiv unter das trockene, unter den trockenen Platz. Das heißt, da, wo überdacht ist, nicht öffentlich auf Ofen, weil wenn extrem regnet, dann fault das irgendwann, das Holz irgendwann an. Und das muss ja auch nicht das sein, weil ganz billig war das nicht. Aber es ist sehr, sehr hübsch. Und deswegen natürlich noch einlackieren. Vielleicht male ich es auch wirklich mal an. So, jetzt habe ich mir vom Grünhopper noch das Naturholzstreu 15 Kilo bestellt. Ich zeige es euch jetzt so, weil das Ding ist mega schwer. Ich will jetzt mal ausprobieren, wirklich mal testen, ob die besser sind als die, wo ich mal in einem Ich-Teste-Video, ich verlinke es euch jetzt gleich mal, getestet habe. Test, test, test. Und bin mal gespannt, ob die besser sind. Ich habe einen Müll jetzt hier liegen. Allein die Papier. Gut, das kann ich wieder benutzen, wenn ich mal Gewinnspiel mache oder so, oder Verlosungen. Aber jetzt muss ich erstmal aufräumen. Mein Sofa ist mal wieder voll. Schon lange nicht gewesen. Jo. Das war's mit dem Haul von Grünhopper. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Euch hat's ein bisschen weitergeholfen, weil viele sind begeistert von Grünhopper. Habe ich oft gelesen. Und es ist auch wirklich eine gute Marke. Ich kann es euch echt wirklich ganz, ganz doll empfehlen. Das war jetzt ein Megasatz wieder. Bombastisches Deutsch. Kriege ich in eins mit Stern. Meine Hunde liegen da im letzten Eck. Ich hocke mal wieder mit einem halben Arschbacke auf dem Sofa. Deshalb sage ich jetzt Tschüss, bevor es mich runterhaut. Bleibt mir gesund, eure Samik. Bye, bye. So, jetzt nehme ich erstmal die Folie. Mal Böbelfolie, geil. Da kann ich mein Geschirr, mein Zeug einpacken. Gehen wir hier oben hoch. Ja, Bella, Achtung, jetzt kommt es gleich wieder runter, ne? Ach, du liebe Güte. Ja. Ihr seid immer noch da. Abschaltet. Tschüss.